Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Wuthering Waves. So. Wir haben Weltstufe. Wir haben Allianzstufe 40 erreicht. Das bedeutet, wir können alle Charakter wieder mal hochleveln. Heute Morgen war ich mal kurz rein, da habe ich mal Kalsharo hochgelevelt. Ziel ist es. Ist mir egal. Wenn das Team zu niedrig ist. Gleich noch mal.
行くぞ。 Stimmt, wo kriege ich überhaupt Gians Blumen her? Die sind da. Gehen wir die mal sammeln. Ich so. Ich so. 6, 7. Oh, hier ist eine Kiste. Ich so. Ich so. So, hier wo ich bin, müsste. Oder ich hab die jetzt gesammelt vorhin. Mal schauen, habe ich genug gesammelt für unser Gian? Ja, das sieht gut aus. Das ist ein Kisaku. Deine Gedanken sind eigenartig.
俺に新しい見解をもたらしてくれる。Schön. Chians Waffe können wir auch aufleveln, nur wir haben keine Kohle mehr. Jein, das ist nicht geil. Brauche ich auch Kohle für die Dings da zu machen? Natürlich, überall brauche ich Kohle. Scheiße. Aber warte, ich kann Kohle. Ich bin so dumm, ich kann Kohle anschaffen und kriege ja auch hier. Genau, 76.000. Dann mache ich das Ding.戦争に不可欠だ。痛みよ、我が身をまとえ。後戻りは許されない。慈悲など無用。
So, das müsste reichen. Dann gehe ich Schildkröten verprügeln. Wieso? Weil es Spaß macht. What?
Direkt mal einen goldenen. Ich brauche ein Crit Rate Offer. Crit Schaden. Es ist absolut nicht das, was ich brauche. Ja, die brauche ich, aber für später, nicht jetzt. Der ist interessant. Energie, Regeneration und Angriff. Der wäre gut. Spektro, das ist Blödsinn. Der ist auch Blödsinn. Angriff, Angriff, der ist sehr gut. Heilung, Heilung. Kritischer. Angriff, Angriff ist sehr gut. Hoch. Der ist absolut Müll, der ist gut. Den save ich mir mal für Verena. So, da bekam ich zwei Stück für Verena, die eigentlich sehr gut sind für sie. Mal schauen. Also, wir haben momentan... sein. Hier ist die neue Schildkröte, die tausche ich mal aus, weil die alte Schildkröte, die hatte zwar Angriff, aber Leben, das ist absolut Blödsinn, das braucht Verena jetzt nicht. Kritischer Schaden ist auch nicht gerade wichtig, Angriff ist halt mehr ist wichtiger. Ich würde mir wünschen, Angriff und Angriff nochmal zu bekommen. So, dann schauen wir mal, ob wir Glück haben. Hochstufen. Ich will ihn opfern. So, dann drücken wir uns mal selbst die Daumen. Es wäre zu schön gewesen. Aber er ist gut. Angriff und Energie. Bis andere Dude.
das ist der neue Dude. Energie und Angriff, der ist perfekt. Dann müsste ich zwei Einzel noch einsetzen. Fusion, Glacial, Fusion, LP, Chaos. Ich krieg teilweise echt nur Müll. Wo ich mir die Frage stelle, wieso? Was habe ich denen getan? Aber gut, nehme ich Hundi und Libelle rein. Gucken wir mal, wie sieht Firina jetzt aus. Wir haben stabile 1094. Energieregeneration liegt bei 146. Ist noch etwas niedrig, aber gut, das ist ja eigentlich scheißegal. Und wir haben einen Heilbonus von 13,6. Wieder Entschädigung. Geil. Oder 60 Asteroid, da sage ich nicht nein. Wo waren wir? Ah ja, wir wollten hier. Hier. Wir wollten. So, ich glaube zwei brauche ich. Von der höchsten Schüssel. Nee, natürlich brauchen wir drei. Mann. Jeans Angriffe ein Ziel treffen, wird Jeans kriegt Schaden um 12% für Sekunden erhöht. Das ist definitiv geil. Guck ich noch mal, ob der Affe gespawnt ist. ターゲット確認。危険も戦争に不可欠だ。雷鳴よ、牙を向け。
wir die Schildkröte wieder verprügeln. Aber gut, ich könnte einmal den poolen. Ich wäre dann bei 45, 49, da wäre ich genau bei 50. Kaso Kenkyuin Shozoku, Byakushi yo. Kono deai no imi o misetemo. Nein, wieso habe ich die gekauft? Ich bin so dumm.
endlich. Okay, ich bin genau bei 5. Ich könnte natürlich auch auf 5 wieder gehen. Ja, dann bin ich genau auf 10. Ja moin! Wie geht's? Moin moin, what's up, what's up? Gemütlich. Hey, und dir? Hast du mein Bild geschickt? Gesehen? Ja, ich hab's gesehen, du hast die Waffe. Ja. Beim wievielten Pool? Der 45. Also sehr low auf jeden Fall nochmal. Aber Bebo, ich muss sagen, ich habe leider ein bisschen was gespendet dafür. Nur so ein Tausender. Nein. Wir haben wirklich nur 10 Puls gefehlt, ist das Lustige. Ich habe wirklich heute 13 Pools oder so gemacht, ne?
Und hab sie dann bekommen. Also ich war eh kurz davor. So. Hab dann noch versucht, C1 zu bekommen, aber das hat nicht funktioniert. Naja, egal. Rotes jetzt fühle ich nicht mehr, weil das ist mir mittlerweile zu hoch. Ich bin jetzt mittlerweile wieder 40er Pity im normalen Banner. Wolltest du die Waffe nochmal ziehen, oder wie? Nee, im Charakterbanner meine ich. Ah, okay. Im Waffenbanner bin ich die 3 oder so, keine Ahnung. Also, ja, sehr low. Und welches Pity bist du gerade? Für die Waffe. Für die Waffe bin ich auf... Im Charakterbanner. Im Standard oder im Event meinst du? Im Standard. Im Standard. Im Eventbanner meine ich. Dann bin ich jetzt auf 0 wieder. Achso. Achso, warte, hat er es. Also wie viel hat er es jetzt crashen? Bei welchem habe ich ihn gezogen? Du hast auch nicht weiter gepult. Nee. Ne, ich hab sie wirklich beim 70. Pool bekommen. Warte, können wir bei mir kurz gucken. Ich hab sie aber auch sehr, sehr spät bekommen. Es war bei mir auch im 70. Pool, nachdem ich aber 50 verloren hab. Du hast ja auch 50-50 gestern verloren, ne? Ja, aber ich bin absolut zufrieden. Ist genau so eingetroffen, wie ich mir es gewünscht habe, dass es so früh geschieht, hätte ich nicht erwartet, dass ich dann ein 50-50 verlieren und den Charakter kriege, wo mir fehlt. Das habe ich zum Beispiel auch gedacht. Also ich habe mir auch gedacht im Kopf, wenn ich 50-50 verliere, nicht so schlimm. Hauptsache bitte einen Charo, den ich nicht hatte. Und dann kam natürlich Enko, die ich nicht hatte. Dann konnte ich mir kein Charo noch auswählen. Und jetzt habe ich alle. Aber du hast wirklich Glück, du hast wenigstens deine Verena auf C1 bekommen, dadurch. Ja, ich habe sehr hoch gepokert, aber es hat funktioniert. Ja. Es hätte auch sein können, dass du jetzt auf einmal, keine Ahnung, einen bekommst, den du gar nicht gespielt hättest. Ja. Wie zum Beispiel nochmal den Tigerjungen. Ja. Löwe, meine ich. Löwe. Oh, ich vergesse jedes Mal, dass es ein scheiß Löwe ist. Wenn ich den sehe, ich denke an den Tiger, aber nicht an den Löwen. Jürgen, wo hab ich Constellation Max? Oh, damn. Was mach ich? Hab die Boba-Tussi hab ich auf C5. Bewahrung des Friedens in allen Richtungen. Alle Teammitglieder in der Nähe innerhalb des Bereichs des Resonanzskills Donnerkeil erhalten eine 32%ige Verteidigungserhöhung für 3 Sekunden. Ich habe sogar echt gehofft auf Low Pity, weil ich wollte eigentlich gar nicht mehr weiterpullen im Waffenbanner. Dann hätte ich gesagt, dann warte ich lieber einfach auf nächsten Battle Pass und hol mir da eine Waffe für sie. Weil die Battle Pass Waffe ist ja fast genauso gut. Resonanzkills, magnetische Brille und Blitzausführung verursacht 70% mehr Schaden. Okay, also Yenlin auf C1 lohnt sich ja auch schon. Den C1 ist not bad, ja. Ja, einfach mal 70% mehr Schaden auf den Skill. Das macht sie dann zu einem fähigen DPS-Charakter. Aber ja. Ich mach's nicht. Ich behalte sie als Sub-DPS. Ich mach Calcharo als die DPS. Ich hatte Glück, ich habe vorhin echt nochmal einen Teil bekommen für sie. Die ist jetzt mit ihren Teilen gut, aber leider noch nicht perfekt. Also die sind auch noch nicht perfekt aufgelevelt. Ah ja, sie braucht den Donner und den Memphis. Habe ich noch einen guten. Ja, sicherlich nicht einer mit Heilbonus. Also meine
Echos sind jetzt Level 20, 20, 10, 25 und 25. Also da geht definitiv noch Luft nach oben. Ich glaube, ich habe sogar das erste... Nee, hier habe ich Verteidigung drauf. Hier habe ich sogar... Hier habe ich wirklich mal keine Verteidigung drauf bekommen. Das ist wirklich ein gutes Artefakt. Ich hätte zwar gerne einen Angriff gehabt, aber hier habe ich dafür Leben bekommen. Sehr viel Leben. Zweimal LP, Crit-Schaden und beimal... Zweimal Schadenbonus. Dann habe ich einen mit zweimal Schadenbonus, Angriff und Crit Rate. Bin ich auch zufrieden. Und ich hoffe, dass ich noch auf den anderen beiden Crit Rate und Crit Damage bekomme. Ich freue mich dann richtig hart auf Jinxie, wie sie jetzt auch immer heißt. Auf was genau? Freust du dich? Auf den Charakter. Ah, auf den Charakter. Ah ja, okay. Man hat schon das Echo von dem Dings gesehen. Das Echo von dem Drachen, richtig geil. Wenn du den dann holst, dann kommt er so über dir heraus. Wenn du das Echo holst. Dann muss ich jetzt wieder Geld sammeln gehen. Ich habe einen Geldmangel. Ich auch. So, können wir nochmal die Schildkröte verprügeln. Dann bekam ich eine geile Schildkröte für Verena. Angriff, Angriff. Richtig geil. Und dann level ich sie auf. Verteidigung, Verteidigung. Deswegen, man kann auch Artefakte aufleveln, wo du direkt als erstes Verteidigung bekommst. Das heißt nicht, dass das Artefakt gleich schlechter wird. Manchmal kriegst du dann auf einmal Crit Rate, Crit Damage noch drauf und was weiß ich dann alles. Ich hab mir einfach Wochenende gegönnt. Jeder Wochenende, glaube ich. Meine Arbeit hätte am liebsten gehabt, dass ich morgen arbeiten gehe, aber ich hab gesagt, nö. Ja. Einfach nö. Ja gut, mein Chef, der guckte mich so an, ich ging zu ihm, ich sagte, ja, also bis Montag. Ich sagte, wie bis Montag und morgen? Sag ich ja, ich gönne mir 2 Tage Ruhe. Also, wenn du möchtest, dass ich nächste Woche noch komplett arbeite, komme, dann bleib ich lieber jetzt übers Wochenende zu Hause. Sag ich ja, okay. Sowieso kann ich nichts dagegen machen. Er hat schon aufgegeben. Ja, gut, es ist ja in meinem Belangen, wie ich arbeiten möchte. Also. Oh, hier ist ein Shiny. Was ist ein Shiny? Was für ein? Schildkröte. Oh nö. Man findet irgendwie noch Schildkröte. Ich hab noch nie eine andere gefunden.
Ja gut, ich habe den Vogel bekommen, ich wusste mal gar nicht, dass ich den habe. Der sieht auch nicht wirklich aus wie ein Shiny, den erkennt man ja auch nicht. Es gibt bestimmt irgendwie Shiny-Spots, wo die häufiger spawnen. Ja, eigentlich, das sind Orte, wo die bestimmten Echos mehrmals spawnen. Du hast ja verschiedene Stellen, wo die Schildkröten halt zu mehreren da chillen. Und das sind halt die Spots, wo die Chance größer ist, dass auch ein Shiny dabei ist. Ich muss heute lachen. Ich habe mir Zwiebelringe gekauft. Und dann gucke ich so die Verpackung hier zu Hause. Normalerweise hast du ja auf der Verpackung stehen, du hättest wie viel Zwiebelringe da drin sind. Und dann gucke ich so und dann steht da einfach, in der Packung sind zwischen 18 und 24 Zwiebelringe. Dachte ich mir, hä? Okay. Wie? Ist das jetzt Gacha-mäßig? Muss ich jetzt Glück haben, dass ich mehr drin habe für den gleichen Preis? Ja, was denn? Einfach Waage. Easy. Einfach eine Küchenwaage mitnehmen. Wer hindert dich dran? Ja. Nimmst einfach das, was am schwersten wiegt. Hätte ich einfach alle Produkte aus der Abteilung genommen, wäre zum Gemüse- und Obstabteilung gegangen und alles auf die Waage gelegt. Das geht auch, ja. Das ist die Free-to-Play-Alternative. Du wirst lachen, ein Kumpel von mir, der ist fanatische Pokémon-Karte. Und der wiegt die Pakete, bevor er sie öffnet. Ah, okay. Und warum? Anscheinend ist es. Es ist ja so, dass ja bei den Pokémon-Karten. Diese Folie, die für diese Glitzerfolie, die wiegt etwas mehr als die normalen Karte. Okay, ja. Und so kann man eigentlich über die Packs eigentlich rausfinden, ob da was Gutes drin ist oder nicht. Ja. Macht er das aber nach dem Kauf oder vor dem Kauf? Also da, wo er meistens seine Pakete kauft, mittlerweile kennen die ihn und die tolerieren es auch. Ich denke, in jedem normalen Geschäft, die würde dich rausschmeißen. Ja, ein anderer Kumpel, der hat einfach zu viel Geld. Der kauft immer ganze Tinboxen. Tinboxen? Das bedeutet, du hast die Booster-Pakete und diese Booster-Pakete werden ja vom Lieferant in einer größeren Box ja verkauft. Mhm. Und er kauft nicht einfach den das Booster, nein, er kauft direkt vom Händler die ganze Kiste. Okay. Hat er sogar schon überlegt, ein Gewerbe irgendwie können zu eröffnen, damit er sie zum Händlerpreis bekommt, damit er sie noch billiger bekommt. Das geht. So, ich habe eine Schildkröte wiederbekommen. Hoffentlich ist sie besser. Mal schauen, was haben wir denn da? Schildkröte, wo bist du? Oder sollen wir jetzt keine Faxen machen? Jetzt please keine Faxen. Was? Gibt es die Schildkröte auch in einer anderen Version?
Ja, Monolith-Version. Also das meinst du? Also die Bossschildkröte, kriegt man die in zwei verschiedenen Arten? In Shinies oder was? Nee, nee, weil ich gucke gerade hier bei meinen Heiler-Echos und ich finde die Schildkröte jetzt nicht, wo ich das Echo jetzt bekam. Ja gut, es geht auf ein anderes Set, ja. Das Monolithen-Set, das ist so dieses Allrounder-Set. Ah ja, da ist sie. Ja, natürlich. Da kriege ich sie auch wieder in Angriff, Angriff. Stimmt, muss ich mal mein Profilbild ändern. Sorry, Gian, du fliegst raus. Mittlerweile hat der Yin den Banner am ersten Tag doppelt so viel Geld eingenommen wie Jian sein Banner in einer Woche. Na gut, Frauen werden immer bevorzugt gegenüber von Typen. Das ist eine Regel, die wird sich wohl nie ändern. Weil leider Gottes, sogar unter den Mädels, die kaufen eher lieber Frauen wie Typen. Vielleicht ausnahmsweise, vielleicht nur eine Freundin von mir, die kauft sich bei vielen Gacha Games eher die Typen. Bei mir sind es beide. Kommt drauf an, wer mir mehr gefällt. Ich habe noch ein paar von den Dingern. Ich glaube, die werde ich benutzen, um Geld zu sammeln. Oha, was ist mit Dragon Ball los? Lässt er nach? Wir haben ihn aufgenommen. Warum? Er ist auch Stufe 40. Oh, ich sehe es gerade. Ich glaube, er hat wahrscheinlich noch nicht seine Dings ausgegeben, diese 20 Teile dann, denke Glaube ich ich mal. auch. Ja, Battle Pass sind wir auch fast durch. Nur noch 10 Leveln. Stimmt, Battle Pass, wie weit bin ich da? Oh, ich brauche im Battle Pass noch 4 Level. Nee, was rede ich? 6 Level brauche ich. Nevermind, vergiss es. 6 Level. Hast du schon das Event gespielt? Das mit dem Portal, meinst du?
Genau das mit dem Portal. Ja, habe ich schon gespielt. Also das sind diese Mine da, ne? Ja. Okay. Wie viele Punkte hast du rausbekommen insgesamt? Scheiße, muss ich extra jetzt da hingehen? Nee, du kannst es auch gucken. Ins Bumsmenü da. Weil hier steht's nicht. Bei mir, ich bin drauf auf dem Event. Oder wo sehe ich? Aber ich gehe mal schnell dahin. Man kann Schnellreise machen. Zehntausendachthundert. Insgesamt Ja. oder nur bei dem ersten? Aber im ersten. Ne, gesamt, gesamt, gesamt. Okay. Aber hast du schon alle drei gemacht? Ja. Na, hast du wahrscheinlich fast an der Schwierigkeit was gespielt. Multiplikator 4. Ja, du hast nur 10.000 geschafft? Ja, aber ich habe einfach. Sicher, dass du alle gemacht hast? Ich werde sowieso noch mal wiederholen, um die anderen Geschenke zu bekommen. Ja, ich glaube auch, dass ich nochmal wiederholen werde, weil ich habe knapp 30.000 Punkte geschafft. Mir fehlen noch 2.000 Punkte und dann wäre ich nochmal einen Schritt weiter. Dann war ich mir nicht sicher, ob ich das hinbekomme, aber ja, ich probiere es nochmal. Besonders da jetzt meine Jedlin auch endlich mal den Elektro-Bonus-Set hat. Wie Was lange haben wir ich noch vorher nämlich Zeit für nicht das hatte. andere Event? Das Dieses andere. Illusion Realm oder was? Ja, das ist bis Das um bleibt für sieben. immer. Ah, So wie ich gehört habe, ernsthaft? resettet sich das einfach nur. Das ist wie so ein Abyss. Ah, okay. Zumindest habe ich das so gehört. Ob es im Endeffekt stimmt, werden wir sehen. Na gut, ich werde aber trotzdem zu Ich finde es aber auch ein vorsichtig. bisschen dumm, weil es wäre ja dumm, das rauszunehmen, weil guck mal, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt. In Ja. den ganzen Räumen. Na gut, Genshin macht's auch. Aber ich werde mir die Belohnungen noch holen, weil da gibt's, ich glaube, ich kann noch da bis zu 100 Asteroid noch sammeln. Was habe ich jetzt gemacht? Hier habe ich ja auch alles gemacht. Ja, das Overdash hast du ja auch fertig. Oh, das habe ich fertig. Ja. Was ist Maximum von Allianzstufe? Ist das 50? Nee, 80. 80, okay. Insgesamt 1 Million XP. Noch was, 1 Million und 14.000. Also auf jeden Fall nicht so viel wie bei Genshin. Zumindest im Vergleich kriegen wir hier auch sogar noch mehr XP. In Genshin konnte man ja täglich nur 2.100 damals machen, wenn man Dailies gemacht hat und Resin ausgegeben hat. Heute bekommen wir ja auch einfach mal wieder 160 Asteroid. Yep. Die haben auch wieder ein paar Missionen irgendwie gefixt, ein paar Sidequests habe ich mitbekommen. Ich hatte zum Glück noch keine Probleme. Ich auch nicht. Nur Epic Games Launcher hat Probleme. Ist mir sehr öfters aufgefallen.
Also mit Yinden vorhin hat Jian sogar 28k Damage geschafft. Okay. Ich habe leider nur mein Kachao noch nicht gebaut. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Ich bin bei 99% bei dem Gebiet. Ey, wie, ich finde diesen 1% jetzt nicht. Also manchmal sind die Gebiete so komisch aufgeteilt, dass Gebiete, was eigentlich gar keinen Sinn ergeben würde, trotzdem noch zu dem Gebiet zählt. Da muss man mal aufpassen, dass manchmal niederlaufen über die Gebiete. Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's endlich geschafft. Nächstes Gebiet auf 100%. Dann jetzt 1, 2, 3, 4 Gebiete auf 100%. 6 noch. Let's go. Wenn die mich warm. Hallo. Ja, moin. Ah, oh, funktioniert. Und ich hab gerade das Risiko wieder 100% endlich geschafft. Nice. Weil ich auch mal endlich alles machen konnte, was ich nicht machen konnte, weil das im Flip immer nicht geht. Pass auf. Bei mir hat es erstmal Jahre gedauert, bis ich es hingekriegt habe, mir eine App für meine Uhr herunterzuladen. Ich hatte die eigentlich schon, aber die hat sich irgendwie selber deinstalliert, scheinbar. App für deine Uhr, hast du auch gehört, oder was? Nein, ich habe eine Uhr von Huawei. Aber mein Handy ist nicht von Huawei. Und das ist das Problem. Also ich habe schon ein paar Leute gesehen, die sagen, dass Wearing Waves ein totes Game ist. Warum ein totes Game? Das heißt, dass das keine Spieler hat. Warum? Ich dachte, das hat so viele Spieler. Hat es ja auch. Also allein wenn man die Twitch-Zahlen anschaut bei Rolling Waves. Dreimal so viel wie Genshin aktuell. Aber auch Release, muss man bedenken. Weil mittlerweile geht's. Also am Release-Tag hat es deutlich, deutlich mehr.
Aber das ist wie gesagt auch normal. Am Release-Tag ist immer alles sehr, sehr voll. Jetzt genug Kohle. Stimmt. Ich muss noch ein paar. Kriege ich die von der Schildkröte oder wie? Ah nein, von dem. Ich muss mich jetzt im Ernst anmelden, damit ich. Damit du? Damit ich mich mit dieser App an. Also damit ich meine Uhr damit verbinden kann. Ich denke, das ist normal, ja. Ich so. Kann ich mich jetzt endlich verbinden? Koppel fehlgeschlagen! Bitte funktionier einfach. Und wie kriege ich jetzt Bluetooth auf dieser Uhr an? Ja. Sie wollen sich mit Bluetooth verbinden. Ja. Ah, das funktioniert. Das funktioniert. Das ist nicht schön. Ich muss das Ding noch 5-mal sammeln. Das heißt, ich muss den Scheißboss da 3-mal töten. Aber welches Gebiet mache ich jetzt auf 100%? Ich glaube, es wird Gebiet. Das habe ich noch 82%. Das sollte easy machbar sein. Come on, das mache ich jetzt. Ich gehe dir da 5 verprügeln. Mach das. Ich hab den zum Glück schon auf guten Stats. Ich möchte endlich Quitrate. Das habe ich zum Beispiel bekommen. Mit nochmal Quitrate drauf und nochmal Quit Damage. Und soweit ich weiß, sogar nicht einmal Defense. Los. Ja, nicht einmal Defense. LP, Quitschaden, Schaden, Bonus, Mind Skills, Angriff, Quitrate. Let's go. Das nächste Teil Defense, das übernächste Teil auch, das auch und das, oh, das nicht. Let's go. Oh, ich bin sehr kurz vorm Level Up schon wieder. Also, wie viel Pech muss man haben? By the way, ihr könnt Echo sammeln gehen in den Dings, weil das Doppel-Event ist da. Es wird nur irgendwie nicht angezeigt. Aber die haben es auch. Deswegen war ich auch verwirrt, weil die eigentlich für Echos das Doppel-Event angekündigt haben, aber irgendwie stand nichts da. Ja. Aber es ist da. Es ist da. Es steht auch da. Nur nicht offensichtlich.
Zumindest soll es da sein. Ich habe nämlich vorhin gefarmt und es sah relativ gut aus. Habe sogar endlich mal ein Teil bekommen, was ich gebraucht habe. Bitte. Ich sag, es ist noch da. Und nein, es ist nicht da. Nächster Versuch. Gehen wir wieder den Affen verprügeln. Leveln. Ja. Jetzt kann ich die nicht mehr joinen, das ist ja traurig. Mir kannst du auch nicht joinen. Stimmt. Das ist traurig. Ich kann die aber joinen. Ja, das ich bin noch stärker als vorher. Also, wenn du einen Bossgegner besiegen willst, kein Problem. Gian, der macht jetzt knapp 30k Damage. Zumindest wenn ich Yinlin noch im Team habe. Und das wird schwierig bei dir in der Welt. Da kann ich, da habe ich leider nur einen Charakter haben. Ja, das stimmt. Wir haben auch heute wieder einen Pull bekommen, habe ich gesehen. Yes. Kann den mal machen. Ich werde wahrscheinlich eh bekommen. Und blau, wie gedacht. Gab es nicht noch irgendwie so ein anderes Event, was es noch gibt? Es gibt noch andere Events, ja. Ah, das war das. Man hat heute bei diesem Genshin-Event mega viele Primus bekommen. Okay. Ich war nur kurz dran in Genshin und hab meine Dailies so gemacht. Ich habe dieses Event halt bei mir auf meinem zweiten Account gemacht, auf meinem Main habe ich es nicht gemacht. Da habe ich erstmal die Story Quest gemacht, die war gut. Ich finde es nur schade, dass der Traveler sich nicht mehr daran erinnern kann. Hallo. Psst. Nix spoilern. Shadow hat mir gefühlt fast alles vorgespoilert. Ja und? Das ist kein Grund, jetzt andere Leute zu spoilern. Ja, ja. Nix, ja, ja. Schäme dich.
sagen nicht hier empfohlene Stufe 60. Ich bin nicht mal 60. Oh, man kann Charakter nutzen, das ist sehr schön. Egal, ich bin auch vorhin in irgendwelchen Stufen für 80er reingegangen. Ich finde, die Stufen sind einfach meistens ein bisschen überschätzt. Zumindest wenn man seinen Charakter gut gebaut hat, dann solltest du keine Probleme haben. Also wenn du alle Echos perfekt hast für den Charakter. Ich nutze die Test-Charakter. Wieso kriege ich den scheiß Affen mit Heilungsbonus? Weil man den definitiv mit Heilungsbonus braucht. Die an das Healer wusstest du nicht? Ich musste meine Verina etwas umbauen, dafür hat sie aber Herzenergieregeneration von 180%, verlor etwa 200 Angriff. Ich durfte heute ein Sofa aufbauen und haben angefangen, einen Schrank aufzubauen. Und hat Spaß gemacht? Wir haben fest. Also, man sagt nur mal so: Das letzte Mal, als wir einen Schrank aufgebaut haben, für meine Schwester und meine Mutter sind weggelaufen und ich und mein Vater durften fast diesen ganzen Schrank alleine aufbauen. Ja. Die laufen immer weg, warum auch immer. Typisch Weiber halt. Laufen vor der Gefahr weg. Und was ist mit mir? Ich bin auch da geblieben und habe diesen Schrank aufgebaut. Dann solltest du an mir zweifeln, ob du ein Weiber. Nein, Spaß. Alles gut. Tschüss. Just joking. Er bringt some jokes. Ich konnte zum Teil nur an manchen Stellen nicht wirklich helfen, weil ich zu klein war.
Das ist traurig. Und sieh der Realität ins Auge. Jetzt läuft wirklich so, wie du es dir erhoffst. Manchmal tatsächlich nicht. Ich check diese halbe Map, wenn ich die Map gerade richtig rausgehe. Ich hab die Map noch nie gecheckt. Also ich will gerade von der interaktiven Map. Achso, die verstehe ich noch weniger. Aha. Und bei diesem Schrank, den meine Schwester bestellt hat, sind zwei schon die Teile kaputt. Auch sehr schön. Ich glaube, ich habe dir ein Foto von so einem kaputten Spiegel geschickt. Ja. Das hat es fähigerweise bekommen. Ja, das war so ein Spiegel, der eigentlich an diesem Schrank dran sollte. Der ist halt so ein bisschen kaputt gegangen. Das ist ja ein Schrankspiegel. Ich sollte den Schrank aufbauen und nicht kaputt machen. Der ist bei der Lieferung kaputt gegangen. Ja, das ist falsch. Das ist verschlagen manchmal. Muss den Deutschen aus der raushängen lassen. Den Alma. Muss ich sagen, Rucki Zucki Ersatz jetzt hier. Das machen die auch. Ganz Anwalt. Ich hab gute Rechtsschutzversicherung. Das Gesetz ist auf meiner Seite. Ich kann einen weiteren Pool machen, sehr groß. Minion macht schon gut Damage, aber obwohl sie in erst Stufe 50 ist. Oh, Lila. Und was nice. Kriege ich? Eine Waffe. Also ich habe voll mal wieder eine Yang-Yang bekommen. Ich Nach 40 XP, da bin ich Level up. Let's go. Okay, das hat sich... Ich habe das erst eben gerade diesen Pool gemacht und es ist schon aktualisiert. Das geht relativ schnell. Nicht so wie bei Genshin. Wo man manchmal einen halben Tag wartet, bis das aktualisiert. Übertriebenerweise gesagt. Ich habe eine Pity von 30. Hey, aber bei Genshin dauert das echt lange, bis sich das aktualisiert zum Teil. Das nervt manchmal richtig, wenn man am Poolen ist. Ja. 20 XP noch. Und dann schon wieder Level up. Ich bin immer noch bei 46 geworden, gleich schon 41. What the fuck? Das Leveln geht schon ziemlich schnell. Ich bin immer noch. Ja gut, wir sind auch gerade erst mal bei der Hälfte. Ich kann mich noch an Genshin erinnern. Level 30 zu erreichen war jetzt auch nicht wirklich eine Kunst. Aber danach ging es Level übel scheiße. Aber hier geht's zum Glück. Gibt nur die Hälfte an XP, die wir sammeln müssen. Und die kriegen aber auch ordentlich mehr XP, muss man auch. Haben. Ich bin immer noch Level 36. Ja.
Sehr schön. So, dann kann ich jetzt Verena auf Stufe 60 machen. Ich bin schon Level ab. Ne, Quatsch, nicht Stufe 60, Stufe 70. Jawohl. Dann gibt's endlich eine schöne Chest für mich. Wenn ich endlich mal eine Waffe aussuchen kann. Stufe 70. Oha, man kann sich ja diese Stühle draufsetzen. Okay, 97% in dem Gebiet. The fuck, das ging relativ schnell. Jetzt bringst du mich dazu, dass ich auch von der Welt erkunden möchte. Ach das, lohnt sich. Bringt sehr viel Pools auf. Machst du aber alle Schatztouren oder nur bist du... Ich nehme alle. Erstmal alle, die markiert sind. Außer diese Main Quest, die mache ich nicht. Wieso? Weil ich gerade an einem Call bin und da möchte ich keine Main Quest machen. Bin gleich wieder. Ram. Tada Katzen. Ich habe noch nie geraucht und habe auch nicht vor, das zu tun. Ja. Ich bin kein wirklicher Fan von Rauch. Gut, der Loot hat man nicht mal wieder schön. Okay.
Tada Katzen. Aber zum Teil frage ich mich echt, was ist so schlimm daran, den Schrank aufzubauen? Sollte daran schlimm sein. Ja, das frage ich mich auch. Aber irgendetwas scheint ja daran schlimm zu sein, wenn meine Mutter und meine Schwester zum Beispiel immer davor weglaufen, weil die keinen Schrank aufbauen wollen. Dann haben die einfach keinen Bock. Zu faul, nennt man das. Ich glaube, das hat nichts spezifisch mit dem Schrank zu tun. Die sagen immer, ja, sie können es eh nicht. Ich verstehe doch nicht. Man muss einfach nur alle Teile nach Anleitung zusammenbauen. Richtig. Und ich habe das nächste Gebiet auf 100. Let's go. Oh, das Dinger wegmachen. Jetzt habe ich 5 Gebiete auf 100. Nice. Ich habe keine insgesamt Angst. Fast 700 Kisten von 1000. Also laut der Map. Also ich würde sagen, ich bin schon sehr weit gekommen. Warum muss ich das Ding hier eigentlich bringen? Ich sagen, Exploren macht immer Bock. Ja, zum Teil schon. Und darauf fändet sie, hat auch Exploren sehr Bock gemacht. Ich habe in Genshin kaum noch was, was ich exploren kann. Also wenn man sogar noch so genau sieht, sehe ich sogar gerade, dass Wailing Waves einfach mehr Supporter hat als Genshin Impact auf dem Discord. Also Supporter, die das Game unterstützen halt. Die Games unterstützt. Oh. Wobei ist Genshin also, doch viel älter. Ja, Genshin ist ganz knapp. Also wirklich, die konkurrieren sich da mit. Lass mich gucken, Wailing Waves hat gerade. Wie gesagt, das liegt wahrscheinlich daran, dass es gerade neu ist. 1339. Genshin hat. Ah, die haben es weggemacht, aber man kann es trotzdem sehen. 1134. Also wirklich ganz knapp nebeneinander. Wie gesagt, ich denke, das liegt einfach nur daran, dass das Game neu ist. Das wird sich wahrscheinlich irgendwann legen. Wenn nicht, dann hat Kuro Games alles richtig gemacht. Eigentlich war ja der Plan, dass Jian verschwindet, wenn Jinden rauskommt, aber haben sie dann doch nicht gemacht. Ist wahrscheinlich kam das einfach nicht so gut an, dass der Charakter früher verschwindet. Ja, dann haben sie sich gedacht, dann lassen wir ihn halt noch länger. Also jetzt bleibt er so lange, wie es vorgesehen war. Finde ich auch gut so. Jetzt haben wir zwar einen Doppelbanner drinne. Viele haben gedacht, das macht das Game kaputt. Ich merke gar nichts. Ich finde es sogar besser so. Ich bin einfach Doppelbanner auch von Genshin gewöhnt. Ja, ich weiß. Aber du musst dir vorstellen, wir haben jetzt beide Limited Chars drin auf einmal. So, bin wieder da. Moin. Ich hab das nächste Gebiet auch jetzt auf 100, Bevo. Ui. Ich sammle auch überall die 100%. Manchmal hat man sogar 100%, obwohl es vielleicht noch 2-3 Kisten gibt. Die nehme ich dann alle noch mit. Das ist ein Genshin Map auch so. Ja, das ist bei jedem Spiel so. Es gibt immer mal ein paar Kisten über.
doch auch besser so, dass es ein paar Kisten übergibt. Als ob man es einfacher an die 100% zu kommen. Spirale und den Reif muss ich leveln. Hab ich noch was über. So, weil ich jetzt das nächste Gebiet auf 100% habe, könnte ich mich jetzt schon an den nächsten Gebiet wieder ranmachen. Nun weiß ich noch nicht welches. Ich glaube, das wird es nicht. Jetzt. Dann komm, ich mach das. Das habe ich nämlich weniger Bock. Ich mach das, was ich, auf den ich am wenigsten Bock habe. Ja, gut. Und dann habe ich zum Schluss das Beste. Mann, jetzt habe ich genug Materialien, aber ich habe wieder keine Kohle. Du hast hier diese, wenn du gepult hast, diesen Sternstaub-Dingsbums. Das kannst du auch ausgeben für Geld. Kriegst du nicht mehr relativ wenig? 3000, ich könnte. Ich habe nämlich heute auch alles dafür ausgegeben. Ja, ich glaube, ich gebe sie auch komplett dafür aus. Wenn der nächste Banner geil. Da ist, also wenn die nächsten Pools kommt, ist eh der nächste Banner da und da werde ich eh pullen. Das freut mich, das sind eine halbe Million. Money. Okay, eine halbe Million. Warum nicht? Alter, ich muss sagen, seitdem ich Level 40 bin, die Echos droppen irgendwie viel mehr. Ich habe schon wieder gerade 2 Gegner getötet, habe 2 Echos bekommen. What the fuck? Und ich habe 3 Gegner getötet, 3 Echos bekommen. Das hatte ich vorher noch gar nicht. So, jetzt für die Waffe 70 zu machen. Vielleicht nimmt die Echo Drop Rate zu. 5 von den Spiralen. Eigentlich nicht. Ich habe da jetzt nichts gelesen, nur von den garantierten Echos nimmt die Drop Rate zu. Die Base Drop Rate bleibt bei 20. Und die Base Drop Rate ab 20 hast du ab Level 10 schon. Dann keine Ahnung. Da habe ich dann einfach nur Glück. Weil wir kommen nur Echos, die ich nicht brauche. Das reicht nicht. Habe ich noch? Kann ich noch? Ja, von denen kann ich genug herstellen. Dann nehme ich 50 mal blaue Reifen. Und gönne mir dann hier. So. Ich brauche dann 3 von denen. Nee, das reicht natürlich hier nicht. Kann ich noch blaue herstellen? Ja, ich kann noch blaue herstellen. Sehr gut. Willst du mir beim Echo-Farben helfen? Kann ich machen. Ich wollte dafür dieses Tasset für nutzen. Das heißt, ja. Dann bekommt er jetzt doch doppelt zur XP. Du kriegst auf jeden Fall doppelt Loot, glaube ich, das mitbekommen. Doppelt XP weiß ich nicht. Gut. Sie hat den Loot, interessiert mich ja eh nur. Den Loot irgendwie höher machen. Aber mach trotzdem diese doppelt XP andere Dinger da. Dieses Character auf Level Up oder so. Jawohl, da kriegst du auch doppelte XP. Brauchen. Okay, dann mache ich das da. Also mach das als erstes und danach kannst du den Rest dann für die Echos ausgeben. Ja,
So passt das schon besser. Oh, und meine Verena ist wieder über 1000. Da muss ich leider meine Exploration aufgeben. Bin bei 76% bei der nächsten Map. Ich war jetzt motiviert, die fertig zu machen. Du machst sie fertig und komm dann da. Mir ist aufgefallen, dass ich dich... Kann das sein, dass ich dich aus Versehen aus meiner FL gelöscht habe? Irgendwann mal? Keine Ahnung, einmal hattest du das gemacht, ja? Ja, das war wirklich nicht meine Absicht. Das war an dem Tag, als du... Wie heißt das? Als du einfach AFK warst. Ich wollte dich aus der Lobby kicken, aber anstatt dass ich dich aus der Lobby gekickt habe, habe ich dich einfach direkt entfreundet. What? Ich habe aber danach direkt wieder eine Freundschaftsfrage hinterhergeschickt, weil mir ist das gerade schon wieder eingefallen, weil ich gerade sehe, dass dieser krasse Name ist, den ich gegeben habe, weg ist. Eigentlich müsste ich dich Lolly Enjoyer nennen. Was? Das ist die Lolly Miko. Fun Fact, ich habe mit Shadow so geschrieben. Was hatte ich noch gleich geschrieben? Ich hatte mit dem auch irgendetwas zu diesem Thema geschrieben. Mhm. Ich habe gesehen, Granny war offline, der hat einfach Yildirim anscheinend gekauft und ist einfach wieder offline gegangen. Ach, er war hier im Wuthering Waves online. Ja. Ja, gratis. Der ist auch? Ja, der ist seitdem Yildirim drinne war, nachdem er sie gepoolt hat, ist er rausgegangen und kam bis jetzt nicht mehr online. Der spielt das Spiel aber auch gar nicht, muss man sagen. Allgemein, der spielt allgemein gerade gar nicht. Miko, du musst mir mal deine ID geben. Ich hab dich noch gar nicht beigefügt. Also gestern, ich hab mich zu Tode gelacht, was Shadow abgezogen hat. Ich spiel gestern gemacht. Mit dem noch, es ist 1 Uhr in der Nacht, wir haben eine Chest, die ist auf so einem Turm, er kommt auf diesen Turm nicht hoch. Ich hab mich so kaputt gelacht, was er die ganze Zeit versucht hat. Er versucht die ganze Zeit auf diesen Turm hochzuklettern, macht diesen Greifhaken-Muff und alles und kommt einfach nicht hoch. Der hat 5 Minuten lang das versucht und ich schreib den so, komm zu mir, weil da gibt's so ein... Wie heißt das so, wenn du dich so ranziehen kannst, so ein Ding, das gibt's da und der hat das nicht gesehen. Der versucht ja die ganze Zeit hochzuklettern. Das hat einfach nicht geklappt. Achso, ich hab gefunden, was ich ihm geschrieben habe. Ich hab ihm so Shadow geschrieben, mein? Dass ich... Ja, ich hab mit Shadow halt so geschrieben, dass ich laut dir ja halt so ein Fetisch für keine Kinder habe. Das habe ich nicht gesagt, das hast du selber gesagt. Ja, okay. Er hat nur so gefragt, was ich damit meine. Sie akzeptiert es einfach. Gemeint, da habe ich so gemeint, dass ich laut dir kleine Kinder mag. Seine Antwort war, you actually do. Ja. Da habe ich ihm gesagt, dass er dich fragen soll, wie gerne ich sie laut dir mag. Hä? What? Ich weiß nicht, ob er es dich bis jetzt gefragt hat. Ich sehe gerade, ich habe mit meiner Verena vorhin dieses komische Event gemacht und hatte falsche Waffe auf Verena drauf. Ich habe mit einer Level 1er Waffe bin ich da reingegangen. Oh, geil, das... Du hast tatsächlich Lolly Enjoyer gemacht. Nein. Du hast mir davon selber ein Foto geschickt. Ich muss unbedingt diese Fähigkeit aktivieren, von Verena, weil jetzt können wir die mittlere da fertig bauen. Das ist das mit dem tödlichen Schaden, dass du den Schild aufbauen kannst. Stimmt, ja. Ich habe aber Verena noch gar nicht aufgelevelt. Ich habe keine Materials dafür. Ja. Aber mein Kalcharo ist ein bisschen hochgegangen. Er ist jetzt Level 60, Waffe ist 70, Attack sind fast 1000, Crit Rate sind 20 und Crit Damage sind 200.
warum zu meiner UID. Ja, ich, Wembo wollte doch meine UID haben, deswegen habe ich diesen Stream angemacht, damit wir das abschreiben. Du hättest auch ganz einfach sagen können. Warte, einmal mal. Ja, dazu bin ich zu faul. Ein Moment, ich mach das direkt. So, Freund hinzufügen. So, jetzt schauen. Das ist die 6002417119. Freundschaftsanfrage geschickt. Wort angenommen. Chef. Außerdem ist es fast immer so, dass wenn ich Spiele einen Stream anhabe. Jason, schau dir mal mein Kacharo mal an. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit seinen Stats. Ich sehe es. Crit Damage ein bisschen low, aber ja. Kriegst du bestimmt noch hoch. Ja. Ich bin sehr zufrieden mit der Crit Rate. Die Crit Rate einfach mal auf 65. Aber gut, ich hab die Akkus noch nicht alle gelevelt. Da ist noch Potenzial nach oben. Ich sehe gerade, ich habe genügend Dingsbums. Ich könnte auf Maximum gehen. Woher habe ich jetzt auf einmal so viele Dinge? Ich sag jetzt nicht, das hat wirklich was gebracht. Ein Moment kurz, bitte. Achso, stimmt. Ich level gerade was auf. Please, Crit Damage. Please. So. Oh, Energy Regeneration. Egal, nehme ich mit. Es ist besser als gar nichts. Ah, ich habe noch 47. Das heißt, ich könnte eigentlich noch für Verena Dings sammeln. Diese komische Spiralen. Stimmt, wir haben auch bei den Dings jetzt bessere Drop Rate für die seltenen Gegenstände. Ich bin verflucht, ich krieg die ganze Zeit nur Death. Hör auf damit. Dein Genshin-Fluch kommt rüber. Ja, Junge. Please, come on. Defense oder Tech? Oh, was soll das? Das ist Defense, braucht doch jeder. Zumal es auf einem Damage steht. Vertrauen. Yes. Crit Rate, let's go. Und Attack. Ich wusste doch, dass ich das vertrauen kann. Noch einmal Crit Damage, das wäre richtig süß. Der Crit Rate habe ich eigentlich genügend, würde ich so sagen. So, jetzt habe ich alles gemacht, dann kann ich... Dann wird weiter die Map explode. Wo
Wollen wir mal endlich den jaulenden Sumpf mal fertig machen. War mein erstes Gebiet. So. Da. Na gut, ich wäre jetzt fertig. Meine Yinlin ist zwar immer noch nicht maxed, aber sie ist auf jeden Fall jetzt auch not bad. Die macht jetzt 1500 Attack hat sie jetzt. 1500? 60er Crit Rate. What? Und 226 Crit Damage. Oha. Wie gesagt, die Echos sind noch nicht maxed, ne? Und ein Echo ist richtig scheiße. Das hat Defense, Attack, HP, Energy Regeneration. Yeah. Da könnte, drauf. Da könnte definitiv noch mal was drauf. Und auf dem Level 20 habe ich sogar gute Sachen bekommen. Eins ist noch offen. Ich hoffe bloß kein Crit. Ich sag schon kein Crit Damage. Ich hoffe bloß kein Defense. Ich will Crit Damage. So, ich jetzt ready. Let's go. Oh, aber ich sehe gerade, ich habe mit dem Char sogar die meisten HP. Geil. Nein. Let's go. Kannst Calcharo nehmen. Ist der besser als Enko? Calcharo ist lower level, erst Level 50. Oh, es wäre echt gut, wenn du die mal aufleveln könntest. Dann könnte ich hier in den spielen, dann könnte ich dich boosten immer. Ich kann aber 52% mehr Elektro-Damage macht sie. Wenn ich sie full maxed habe. Kann versuchen. Du könntest versuchen, ja. Let's go. Aber am besten bei dem Set, wenn wir zusammenspielen, musst du den nicht den Donnernden haben, sondern diesen anderen. Diesen Sturm Memphis. Der wäre dann besser für ihn. Kann ich nachgucken. Den kannst du dann auch auf Main packen. Ich hab den hier. Er braucht der Calcharo den Stürmischen. Ja. Okay. Oh, nee, nicht den Sturm. Doch, den Sturm, genau. Das ist der. Der mit der Schwarz ein bisschen anders aussieht. Ja. Zumindest wenn du das Set spielen willst, aber dann lohnt sich das mehr auf den als der andere. Der andere, dann den packst du auf jeden Lin dann halt, ne? Ja. Aber nicht schlimm. Merkst du den Boost? Ich weiß es noch nicht, weil meine Yinlin ist noch nicht maxed. Ob er groß ist, der Boost? Keine Ahnung. Bist du fertig? Wolltest du nicht dreimal machen? Oder haben wir schon dreimal gemacht? Wir haben schon dreimal gemacht. Achso. Ging schnell. Ah, ich hab noch Wasser. Wie schön. Ich sehe gerade, du hast sogar einen guten Sturm, Memphis. Ich leider noch nicht, ich hab einen scheiß Sturm, Memphis. Wo kannst du das sehen? Nicht du, mein Bebo. Mal schauen, ob ich jetzt mal bei den Spy was Gutes kriege. Einmal Angriff und einmal Leben. Nee, du hast nur Leben bekommen. Ah, nee, doch nicht. Du hast Angriff und bekommen. Leben. Ja. Aber meint, ich dachte gerade, das wäre der Upgrade gewesen. Ist die Waffe hier eigentlich gut für Calcharo? Ja, fürs Erste.
Raid-Damage mache wäre natürlich besser, aber ich glaube nicht, dass du gerade an eine Easy kommst. Deswegen, Attack geht auch, weil seine beste Waffe ist nämlich auch eine Attack-Waffe. Es ist aber die, die man ja ab Level 45 bekommen könnte. Wenn man sie sich raussucht. Natürlich, ne? Er hat das hier. Okay, sieht so aus, als hätte ich das Teil bereits. Mit den beiden ist es noch trotzdem noch was. So, das Resümen ist ein Teil beim Tag. Es ergreife den Schwarz des Pfeffers. Ah. Das ist definitiv, was ich brauche. Kannst du mir mal deine Waffe sagen, die du benutzt? Für Dings. Wir sehen für Enko. Genau, für Enko. Die Hüter, die mit Doppel-A geht. Ah. Jinzu Hüter. Ja. Gut, die habe ich auch. Perfekt. Ich habe sogar ein fast gutes Set für sie. Ja, mir fehlt noch ein Teil. Mir auch. Ihr Main-Set? Das Main habe ich halt aktuell Crit Rate, war das glaube ich, oder hatte ich Damage? Also ich könnte als Main-Ding hier Crit Rate gebrauchen, ich habe Crit Damage. Ja, ich habe Crit Damage, scheiße. Ich will eigentlich Crit Rate drauf machen. Aber ja, ich habe zweimal Crit Damage. Ich bräuchte sowas wie Crit Rate. Weil ich habe erstens Crit Damage mit 44% da schon mal. Jetzt hab ich jetzt nochmal Crit Damage mit 15% dabei. Willst du dieses Set sammeln? Ja. Feuer und Healing? Ja. Als nächstes Ding habe ich nochmal 16% Crit Damage. Und dann habe ich einen Vogel, den ich noch besser brauche.
Und dann noch was halt mit ANG und LP, aber das sind so ein Dinger da. Dragon Ball kommt online, hatte ich direkt wieder überholt. Bei wo? Wen? Dragon Ball kommt online, hatte ich direkt wieder überholt. Mich noch nicht. Ich glaube, der war sehr, sehr knapp an dem nächsten Level. Wo wir nämlich vorhin darüber gesprochen haben. Ah, die haben diese Animation noch nicht fest gemacht. Das kommt erst bei 1.1, haben die angekündigt. Da wird allgemein das Spiel nochmal komplett überarbeitet. Rausgeliefert. Okay. Ich bin alleine schon mal froh, dass es so funktioniert. Froh, dass es gut. Das ist auch gut. Das kommt mir relativ wenig. Nochmal? Ich muss mal angucken. Das hier ist mal, das ist wenig. Das hier ist auch gut. Ein paar gute waren dabei. Okay, dann habe ich jetzt dies. Habe ich dann. Ein Kopf macht doppelten Fusionsschaden, richtig? Yep. Also ich kann echt nicht meckern mit dem Heilen vom Verina. Die macht bei mir einfach mal 1400. Jetzt Verinas. Ich
alles gesammelt. So ein Schmetterlinge, die sind die Schmetterlinge. Und die Kiste Futter habe ich auch. Nochmal? Verteidigt die Verschwinde hochgriffen. Wie bitte? Hat das Verschwinde hochgriffen. Ich hab zweimal. Dieses Ding hier, ich krieg einmal so Schadenbonus auf Resonanzskill, Energieregeneration und dann Schaden. Bonus der Resonanzbefreiung oder noch mal Schadenbonus des schweren Angriffs. Okay, ja. Wie viel Schadenbonus denn noch? Und warum nur irgendwelchen Schadenbonus? Nee, ich muss sowas wie Crit Rate ganz nett. Okay, wir gucken jetzt mal. Und danach mach ich nicht mehr. So, die Kiste hatten wir auch. AMG. Naja, das ist nicht so das, was ich brauche. Das, was ich brauche, habe ich mir schon geholt. Ich bin tatsächlich schon überlegen, ob ich jetzt nicht weggehe, weil einfach weil ich müde bin.
Ich hab heute Luxus, ich hab nur 4 Stunden. Das war sehr schön. Also ich hab nur 4 Stunden. Oh, okay. Deswegen war ich auch von früher zu Hause. Hab ich mitbekommen. Zumindest hast du mir das geschrieben. Ja. So, was brauchst du jetzt noch? Eigentlich nichts mehr und diese Wildcats sind auch alle. Also für heute habe ich alles fertig. Alright. Du kannst, wenn du willst, deine Exploration weiterführen. Alles gut, du kannst auch noch was bei dir machen, wenn du willst. Weißt du nicht, brauchst du irgendwas? You need something? Irgendwas? Ich habe halt nichts mehr von diesen Wave Plates da. Die sind halt alle. Ja, okay. Du kannst natürlich auch gerne mir helfen zu Exploration. Aber okay. Kann halt nur leider deine Prozent nicht sehen. Das nervt mich ein bisschen. Ich hab 35, 38, 40, 24, 27, 30. Das ist ja sehr schön, ich weiß immer nur wo. Ja, ich bin so ungefähr von unten nach oben hochgegangen. Soll ich wieder Stream anmachen, damit du dir angucken kannst? Oh ja. Was? Ja, mach. Das ist direkt hier. Oh, gut, du kriegst das, glaube ich, 20. Ja, muss das 20 sein. Gut. Ich hab Bock auf das untere Gebiet, ganz unten. Was sagst du dazu, zum jaulenden Sumpf? Bin damit einverstanden. Ich fand, das Gebiet war sehr schön zu erkunden und easy. Ich muss nur sagen, wo wir anfangen. Was sagt deine Map? Ich hab da eigentlich noch kaum was erkundet.役立つといいが。
Hast du deine Karte? Was sagt sie? Ich möchte dieses Ding da oben erstmal holen. Ja, ich habe so ein paar Dinge allerdings auch nicht markiert. Das ist schlecht. Ja. Mich ärgert es, dass die erste Karte es nicht gespeichert hatte. Konntest du ja wenigstens noch übertragen. Jetzt habe ich dich verloren. Wo bist du? Bin hier runtergesprungen. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Ach, nee, das bin ich davon. No. Hab ich irgendwas mit Disconnecten? Nein. Du stehst bei mir hier. Ja. Nanika de tsukaeru daro. Wieso scheint da auch noch eine Chest sein, die man mit einer Quest dann aktiviert? Aber ich denke eher weniger, dass das unmöglich wäre, wirklich erst dann. Also auf dieser Interactive Map steht, dass hier noch eine weitere Chest sein soll, die man erst irgendwie aktivieren muss. Und danach ist da irgendwie so eine Quest, irgendwie sowas. Ja, das ist wahrscheinlich Singleplayer. Wo man auch die Zeit perfekt einstellen muss. Oh, die Kiste hatten wir auch. Hier oben ist was? Ich muss alleine die Taktik noch holen. Ich bin nicht dran schuld. Meine Steuerung ist dran schuld, wenn die nicht nach vorne laufen will. Hier runtergestürzt. Hättest du einen großen Charakter gespielt, wäre das nicht passiert. Wer weiß, vielleicht wäre es doch passiert. Nein, wäre es nicht. Wer weiß. Ich weiß. Ich weiß, dass man sich nicht sicher sein kann.
Und sind es drei Chests. Ja. Die Knacken kann ich. Warum kann ich es nicht abschießen? Was ist das denn für eine Frechheit? Ja, du, nur du kannst das. Nee, ist das gemein. Warum kann ich das nicht machen? Was soll das? Was machst du? Schieß auf die Dinger. Please. Danke. Endlich. Ich laufe von dieser Chest weg. Ist das nicht smart? Okay, das kann ich so ein bisschen so machen. Yep. Ich kenne aber noch eine Chest, da muss ich die Kugel hier drücken. Hier unten ist noch was. Hallo. Hier eine Kiste freigemacht. Ja, warte, ich muss das noch verlegen. Ah, dafür gibt es auch, glaube ich, drei Stück oder so, und dann kriegst du da die Chest. Wenn du was hinwirfst. Na, der Bär ist wieder da. Okay. Ich mach den jetzt fertig.
Ostern. Oh mein Gott. Wie hat er mir Hit gegeben? Ich krieg ihn denn lila. Warum krieg ich ihn denn lila? Ich bin nicht daran gefallen. Was? Ich bin nicht daran gefallen. Ist so, ne? Deswegen. Liegt ein durch an seiner Welt. Das ist meine Bestkampf. Ja. Ich bin nicht dran. Ich kann sogar alles gerade lila, egal was ich töte. What the fuck? Kiste. Ich will die schon mal. Irgendwann abholen. Genau. Okay. Na, wir waren hoch, nicht runter. Ich möchte gerne hochlaufen. Ich liebe es, zu den Sakura-Baum zu gucken. Der verschaltet immer diese Aura. Das ist richtig cool. Von Weitem. Was soll ich hier machen? Hier, komm mal her. Bringt nichts darauf zu schießen. Komm her. Wow.行くぞ。
Okay, die Schatzwanne habe ich auch. Danke, ich gehe die hinteren da prüfen. Wir sind hier runter. Hast du die Kiste hier oben schon fertig? Oh ja, hier oben sind nochmal Butterflies. Hier, Butterflies. Jetzt bist du wieder weg. Ah, hier ist auch eine Chest. Das ist ein bisschen schon. Hier. Komplett hat sich rumgelaufen. Das Metalling hast du schon abgegeben. Ach so, gut. Oh, der hat einen Verzeiger, hat er nicht gemacht? Kann diese Geräusche nicht aufnehmen. Kannst du nicht benutzen? Scheiße. Dann geht das nur ins Gefängnis. Ich verstehe nicht warum. Ah ne, doch. Aber hier, der Boden ist auch richtig komisch, siehst du das? Ich müsste noch irgendwas davor machen.行くぞ。これでどう？行くぞ。 Ab nächste Woche bauen wir im Volleyball tatsächlich sogar mal wieder das Netz auf.
Ich kein Wort gerade. Ich sag nächste Woche, also nächstes Mal beim Volleyball bauen wir tatsächlich mal wieder das Netz aus. Okay. Was ist daran jetzt besonders? Warum Netz? Wir haben. Ich wusste gerade gar nichts. Beim Volleyballspielen braucht man ja so ein Netz da eigentlich. Ja, und ihr habt das jetzt nicht da, oder was? Wir haben das jetzt schon lange nicht benutzt und haben halt sonstige Übungseinheiten gemacht. Hab ich ihn getötet? Halt ohne das vielleicht. Ey, jetzt ist er auf einmal da. Ich verbrauche ihm eigentlich diese Dinger hier. Ich habe keinen Plan, du musst den Geist von denen angucken, ich kann dir da nicht helfen. Ja, ich werde das machen. Ja. Ich habe ihn selber noch nicht richtig wirklich gespielt. Ah, wie ist die Kiste? Alter, what the fuck? Alter, das ist ja mies OP. Ich hab den gerade mit scheiß Artefakten. Also der hat wirklich gar nichts. Verrückt. Nee, der hat Aero Damage Bonus drauf. Kann ich gebrauchen. Ja, für das Set, was ich eigentlich habe. Also Lehrer Donner, das ist nur ein Mittelfehler. Ich hab aber trotzdem einigermaßen gut funktionieren. Hey, den Vogel, komm her. Thank you.
Ich brauche Waffenspot. Lieber. Oh, ich war stumm. Oh Mann. Ich habe gesagt, okay, dann gute Nacht. Und Bebo habe ich nicht auch gerade was gefragt, und zwar, wie weit du bist. Wie es bei dir aussieht in deiner Welt. Hab noch mehr als genug zu erledigen. Ich hab nur eine Gegend auf 100. Welche hast du auf 100? Die eine Schlucht, wie heißt die? Die, wo du am Anfang spawnst. Ah, okay. Die Geisterschlucht. Quarters of Spirits. Die habe ich auch gefunden. Jetzt mache ich gerade das darüber, das Gebiet. Dieses, auch dieses gelbe Gebiet da. Let's go. Oh, ich hab so Bock auf Kaiju, Mann. Ich will unbedingt Kaiju weiter gucken. Wann kommt die neue Folge raus? Ich glaube sogar heute. Oh. Oder? Die müsste heute rauskommen, oder nicht? Also Windbreaker kam vor 2 Tagen raus. Nee, Kaiju. Doch, Kaiju kommt heute. Ungefähr 17 Uhr, so denke ich mal. In deutscher Zeit. Anscheinend sollen sie nämlich 16 Uhr im japanischen TV laufen. Das heißt, es braucht immer so eine halbe Stunde, bis wir das dann als Stream haben. TV ich Tokyo läuft es, deswegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Streaming-Programm ist oder ein TV-Programm, wie es eigentlich auch heißt. Ich werde morgen Nachmittag wahrscheinlich nicht gucken können, da ich da wahrscheinlich weiterhelfen soll, den Schrank aufzubauen. Der ist nämlich immer noch nicht fertig. Okay.
Vor allen Dingen, man soll da irgendwie was mit so Leim machen. Und da sind irgendwie so 5 kleine Tüben vom Leim dabei. Aber dieser Leim reicht nimmer und never. Genau. Ja, meistens sind die Rückenelemente, die verlangt werden. Ja. Keine Ahnung, auf jeden Fall sollen da die ganzen Schubladen irgendwie alle mit Leim zusammen gemacht werden. Okay. Das ist aber kein IKEA-Möbel. Nein. Irgendwie haben die das, soweit ich weiß, bei Otto oder so bestellt. Was? Ja, ich weiß auf jeden Fall, die haben von da das Sofa und den Schrank zusammen bestellt und die Qualität ist jetzt nicht die beste. Okay, aber ich denke nicht, dass es an Otto liegt. Und dann eher an den, der das Otto anbietet. Ja gut, ja, aber kann Otto sein. Ist selbst schuld, wenn die sowas annehmen. Ich weiß auf jeden Fall, dass das Sofa, was wir bestellt hatten, einmal ein gutes Sofa eigentlich war. Wie gesagt, Otto ist ja... Das sind meistens Drittanbieterkäufer. Verkäufer. Ja, aber wir hatten das auch nicht von Otto bestellt. Mhm. Ja, also das Sofa, was wir zu Hause selber haben, ist ein anderes als das, was meine Schwester hat. Aber du hast gerade von Otto geredet, deswegen, hä? Jetzt verstehe ich gar ja, nicht. Ja, ich habe von 2 verschiedenen Dingen geredet. Also das, was meine Schwester bestellt hat, ist alles von Otto gewesen. Also du sagst, deine Schwester hat von Otto bestellt und die Qualität ist scheiße. Und danach sagst du, einen Satz später, ja, aber die Couch war gut. Die ja, die wir haben. Ja, woher soll ich wissen, dass die nicht von Otto ist? Das ja, okay, tut mir leid. Das hat sehr einen Zusammenhang gehabt, so wie als würdest du es dazu sagen. Ja, okay. Also es war so gemeint, dass die von meiner Schwester war nicht so gut, aber die wir woanders bestellt haben, war gut. Okay. Das hättest du eher sagen können. Wieso habt ihr den Schrank nicht da genommen von woanders? Man muss halt einfach nur das Richtige finden. Ja. Och ne, jetzt bin ich von da weggerannt und jetzt darf ich da nochmal hin. Egal. Gut. Möbel ist mein Ding halt. Arbeitest du für eine Möbelfirma oder wie? Nee, ich habe in der Möbelfachschule studiert in Köln. Ich wollte immer noch aus so Paletten irgendwie so eine Art Bank zusammenbauen. Die Rückwand oder wie jetzt? Nee, generell aus so solchen Holzpaletten. Und daraus soll man irgendwie solche Bänke oder sowas bauen können. Das ist einfach. Also halt so generell. Ja, und das hatte ich halt vor zu machen irgendwann mal. Das, was halt fehlt, sind diese Paletten. Naja, du hast verschiedene Geschäfte, da kriegst du diese vorgefertigten Paletten. Das ist auch ein ganz anderes Holz wie die richtigen Paletten. Die sind einfach zu bearbeiten, weil die sind schon vorbehandelt. Mhm. Kosten aber trotzdem... sind nicht geschenkt. Ich glaube, sie sind zwischen 30 und 40 Euro das Stück. Oh,
habe eine Menge, die ich irgendwie machen möchte. Oha, jaulender Sumpf ist auf 90%. Mein Gebiet ist jetzt auf... nicht auf 100. Auf 80% müsste es sein. 79%. Naja, ich mach sie rein, also, volksgemäß. Nach dem Jaulen. Also meine Jinling macht 5k Damage jetzt mit ihrer Charge Attack da. Okay, also zu diesem Was? Zu diesem Computer, den Jace mir rausgesucht hatte. Ja. Dazu jetzt. Ich hatte den Freund von meiner Schwester da einmal drüber gucken lassen und der hatte da noch irgendwelche Mängel gefunden und Dinge gemeint, die da halt nicht so gut waren. Und deswegen, dass dieser Computer halt nicht so gut wäre. Am besten wäre es, wie gesagt, nur selbst zusammenbauen, ja. Ja. Da kannst du halt nichts drin haben, was Probleme haben kann, so weißt du, weil du ja dann alles selber holst. Ja. Da weißt du ja auch alles, was drin ist, garantiert. Bei den Fertig-PC ist es halt so, die schreiben halt noch hin, was er kann. Aber nicht, was drin verbaut ist. Zumindest die meisten, nicht alle. Das stimmt schon. Aber ja, die meisten so sieht es auch, glaube ich, eher mehr, was er kann und nicht, was drin ist. Hauptsache, er funktioniert. Hauptsache, dass er umgeht. Hauptsache, man kann mit dem spielen. So denken die meisten. Warum es mir halt geht, ist... PC gebaut habe. Aber ich bin sehr zufrieden. Mir geht es halt auch darum, dass dieser PC erstmal funktioniert und doch hält. Alter, was geht hier ab? Wie viele Leute soll ich denn hier finden? Dieser Blumenkreis sieht verdächtig aus. Ja. Schatztruhe. Müsste ich die Schmetterlinge auch haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dort eben erkundet habe. Okay, ich wollte ins Bett gehen. Ja, und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Hier ist noch ein Würfel. Okay. Normalerweise müsste ich doch das Bild haben hier vom... Das scheint ja Galerie haben.
Ja, das wird. Den Punkt kann ich auch wegnehmen. Ja, das habe ich. Es ist so schön, Echos zu sammeln und alles ist nur gelb. Okay, den hatte ich auch schon gemacht. Okay, das habe ich dann auch. ふがっ風に乗れ。危険も戦争に不可欠だ。慈悲など無用。 待ってたぞ。
呼吸として使おう。 何かで使えるだろう。
酬以上を求めるつもりはない。戦争に不可欠だ。戦争に不可欠だ。慈悲など無用。戦争に不可欠だ。壊れる。キアリ。これでどうだ。これで決める。行くぞ。来たるべき時に備えよう。呼吸として使おう。ターゲット確認。危険も冷静さを失う。以上を求めるつもりはない。So, das hätte ich dann auch. Also ich bin jetzt bei 87%. Ich bin bei 95%. Sheep!
戦争に不可欠だ。壊れる。Drei Echos bekommen hier. Ah, Gold. Und nochmal Gold. Sonae areba urei nashi. Das ist die Kiste. これでどう？行くぞ。
備えあれば憂いなし。 呼吸として使おう。 ターゲット確認。危険も戦争に不可欠だ。雷鳴よ、牙を向け。
戦争に不可欠だ。これでどうだ。いや、風に乗れ。行くぞ。これでどうだ。補給として使おう。
行くぞ。行くぞ。これでどうだ。これでどうだ。局を開く。いや、来たるべき時に備えよう。備えあれば憂いなし。これでどうだ。行くぞ。これで決める。平気だ。これでどうだ。風に乗れ。補給として使おう。
るべき時に備えよう。行くぞ。ここにてうがつ。これでどうだ。行くぞ。補給として使おう。備えあれば憂いなし。どこにてうがつ。これでどうだ。
補給として使おう。来るべき時に備えよう。Mann, bin ich auf 99%. Meine Scheiße. Zack oder was? Aber ich weiß, was fehlt. Es ist eine Schallkassette. Hm, da kannst du eigentlich diesen Suchdingsbumster anwenden. Ja. Aber den werde ich nicht benutzen, weil es gibt eigentlich in der Gegend nicht mehr viele Schallkassetten. Prüf die einmal.
るべき時に備えよう。Ja, 100%. Ich bin gerade bei 97% beim Main-Gebiet. Also fast fertig.90%, fast fertig. Let's go. Oh, ich will nicht fertig sein. So, aber für heute reicht es. Hab das Gebiet fertig. Ich bin gleich mit meinem dritten Gebiet heute fertig. Oh, und wird das nächste Gebiet in Angriff genommen?